Auf geht's. Hola, schönen guten Abend, Hallöchen. So, ich habe gerade kein wirkliches Quest, ne? Neues Hautlösch, die Version 5, Tillet, Wikinger, Tillet. Codex-Seiten. Ja, den Trank habe ich ja immer noch nicht gemacht, weil da sagen sie ja Stärke 90. Ich bin ja erst in 70. Wikinger gesucht. Warte mal, was anders? Ja. Ach so. Ja, alles gut, kein Stress. Hoffe immer noch alles gesund. Wie gesagt, heute wieder. Jo, alles gut, kein Spaß. Wie gesagt, das andere Game, was heute rausgekommen ist, das ist ja nicht meine Welt, also. Achso, warte mal, Moment. Wir können mal anders machen. Ah, hier war doch die Hütte. Weil hier war ich auch schon lange nicht mehr. So, Ortschaft. Karis Haus habe ich gar nicht, Matthias Haus habe ich glaube ich auch nicht, Viehhof. Ich habe die aber noch nicht mal in Betrieb, ehrlich gesagt. So. Neuen Brief, da müssen wir auch mal gehen. So. So, ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Achso, den haben wir ja schon. Nee, das ist neuen Brief lesen, genau. So, dann. An die Kriegerlegende. Eivor von den Rahmen. Wie versprochen habe ich das Manuskript zu dem wundersamen Ereignis in East Anglia, den wir Zeugen wurden, fertiggestellt. Dabei findest du eine Abschrift zu deiner Unterhaltung. Gemäß deiner Bitte wurden Namen und Taten bei der Schaffung dieser Erzählung, die unseren Land neue Kraft verleihen soll, verändert. Dein in Gottes Namen, Mutter Wulfilda, Äbtissin von Rechingum. Achso, die war das. Erhebende Geschichte und viel besser als der Tag. Ja. Mein Namen hat sie auch geändert. Und ein Drachen hat sie auch mit eingeflochten. Immer diese Drachen. Genau, immer diese Drachen. So, und jetzt den letzten Brief. Evo, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn Wulbert an. Silbert schreibt mir nun schon einige Mal häufig mit so haargenauen Schilderungen, es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es ist mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, der zu dem aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht dir. Steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist mir Scherber freut. Danke dir. Gab es eigentlich noch einen Typen? Diese ne? Aufgabenliste. Wenn man Salz für Pferde, der lädt. Gekritzel von Rand. Ja, ist klar. Oh, was sind hier noch? Achso. Die Kunde von unserer wachsenden. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Abgeschlossen. Empfohlene Stärke 90. Die haben wir auch abgeschlossen. 130. 250.
London. Wollen wir London schon machen oder wollen wir... Was ist mit Oxenafortshire? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Altmann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Okay. Oxenafortshire. Ich breche sofort auf. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Oxenafortshire teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. So. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja. Können wir das andere Bündnis... Heitam bat mich, nach London zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Heitam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Oh, wir können ja mal ein bisschen machen hier. Aber wie sieht? Werde ich. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. So. Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut, nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht, ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich eingesperrt in diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben. Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen, aber ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Grantabrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Momentan gar nichts. Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Grantabrück Ski auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde, also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Das krieg ich hin. Folge mir. Ja, dann hauen wir mit der Dame mal ab, ne? Gefühlt. Heute nehmen wir nicht das Langschiff. Wir machen einen Ausflug zu zweit. Ist das ein Problem? Keineswegs. Solange der Wind mich umweht und... Die Sonne mich kitzelt. Viel zu viel Zeit im Haus. Wir werden diesen Fluss überqueren müssen, um nach Grantabrück Schier zu gelangen. Falls du einen besseren Weg kennst, lass nur hören. Schwimmen steht nicht zur Auswahl? Schwimmen? Ich weiß nicht. Ist das eine Art? Ein Boot oder ein Pferd gehen auch, aber ich habe auch nichts gegen die gute alte Art. Mhm. Reiten wir mit ihr mal eine Runde aus, ne? War das nicht so? Genau. Es regnet. Schön, dass wir uns jetzt nicht unbedingt gerade so schnell fortbewegen, als dass wir hier was machen müssen, ne? Schönes Bild. Mal wieder machen. Ich komme hier lang. Na, das war wieder klar.
Ich finde natürlich den einzigen Weg, den wir nicht finden, reiten sollten, weil hier eigentlich Klippe und so. Bereite ich hier mit ihr meine Runde auf. Müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich war nie so weit östlich der Siedlung. Ist das nicht furchtbar? Hältst du Sicherheit für furchtbar? Tag um Tag so eingepfercht zu sein und die Geschichten von dir und deinen Kundschaftern zu hören, ohne es hier selbst zu sehen. Bei den Göttern, riechst du das? Die Erde, die Luft. Es ist so schön hier draußen. Da hast du recht, Randvi. Deswegen, du musst das mal öfters machen. Eivor, dort. Was ist das? Hierher zog sich das Sommerheer zurück, als Ganterbrück verloren war. Sie haben die Stadt offenbar vollends umgesiedelt. Ja, in der Tat. Ich kenne die Karte dieser Gegend nur zu gut. Doch es selbst zu sehen, lässt es erst wirklich lebendig werden. Ein römisches Wunder. Diesen Ort werde ich so schnell nicht vergessen. Ich glaube. Nee, war nicht richtig. Sorry. Geh durch. Hier lang. Oh, ich muss echt mal überlegen. Da wären wir. Willkommen in Grand. Wir sollten uns direkt zum Land begeben. Es ist größer, als ich es mir vorgestellt habe. Urig, holzig, wunderschön. Und alles sieht so neu aus. Unter Somas Führung hat das Sommerheer dieses kleine Dorf zu einer großen Stadt wachsen lassen. Sie brauchten einen Handelsknoten nahe Lund und sie wollten einen Ausgangspunkt für Überfälle in Westsex bauen. Wirklich beeindruckend. Und es gibt ein paar außergewöhnliche Bauwerke. Na, irgendwie. Sieh mal einer an, wenn das nicht Eivor ist. Es ist lange her, seit du jetzt einmal hier gewesen bist. Ich kenne dich. Du bist einer von Somas Getreuen. Magni, nicht wahr? Ja, der bin ich. Schön, dich wiederzusehen. Das ist Randvi, eine gute Freundin und Standardkämpferin. Randvi. Eivor hat offenbar die Gabe, sich mit wunderschönen Frauen anzunehmen. Das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ist einige unserer Krieger gegessen. Sie erhofft sich dann und in diesen schwierigen Zeiten musste ich erkennen, dass ich nicht der Stellvertreter bin, der ich zu sein hoffte. Schwierige Zeiten? Oh, eine Räuberhorde hat sich in der sämtliche Händler an, die über den Fluss oder die Straße zu uns kommen. Ich hatte es bereits erwischt. Diese Hunde haben gestohlen. Und was willst du? Wir kümmern uns um die Magni. Und wenn dein Pferd nicht finden, stehlen wir dir eben ein neues. Erleichterung. Ich selbst kann euch keine Belohnung anbieten, ja. Aber die Räuber sicher. Ja, das glaube ich auch. Nehmt euch von ihm, was könnt. Gut, betrachte das als erledigt. Ey, wo komm? Wir müssen ein Lager plündern. Die Räuber haben ihr Lager unten am Fluss aufgeschlagen, am östlichen Ufer. Du hast uns in den Kampf geschickt, Randvi. Ist das deine Vorstellung eines gemütlichen Landausflugs? Offenbar schon. Ich bin selbst überrascht. Kaum stehst du mal einen Tag nicht am Kartentisch und schon schwelt in dir der Blutdurst. Ein Gefühl, das dir wohl bekannt sein dürfte, nicht wahr? Ich wollte schon immer die Welt erkunden, wie du. Jetzt tue ich es. Es sei denn, du hast etwas Aufregenderes für uns geplant.
Wir helfen Magnir, beseitigen diese Räuber. Doch wir dürfen nichts überstürzen. Der Rabenclan braucht eine ruhige Hand. Ja, aber selbstverständlich. Ich werde deine Befehle genauestens befolgen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du verspottest mich. Na, das glaube ich auch. Nicht im geringsten, Eivor Wolfsmal, Rengar mit eiserner Faust. Ich würde nie jemanden mit deutlich imposanter Führungskraft verspotten. Mhm. Ist klar. Wald von Theodfort. Verdammt, ich kriegen die Hunde. Hier läuft ja alles rum, wa? Alter. Mal ein bisschen aufgeräumt hier, wa? Sind wir echt so weit geritten? Oh Gott, wir sind ja hier komplett falsch. Wir hätten einfach da hochkommen müssen. Okay. So. Warum bin ich hier so lang geritten? Da. Ups. Dann muss das Lager sein, ne? Dort, das Räuberlager. Nun gut, bleib dicht bei mir. Tu, was ich tue. Ich soll ernst suchen. Hilf mir, sei meine Augen. Da drüben ist ein Schlüssel. Ich soll ernst zum Horizont schlagen? Ich bitte darum. Ich dachte, wir wollten uns hineinschleichen. Du sahst so kampfeshungrig aus. Also, schlag! Alter! Los, komm mal her! Ist doch hässlich. So. So, dich haben wir auch. Ich fühle mich schon stärker.
hier. Scheiße, scheiße, schneller! Hey. Gut, das wäre erledigt. Bringen wir Magni sein Pferd. So, dann einmal erstmal das hier. Zweitens die Truhe. Da ist nochmal Nahrung. Was haben wir hier? Der Tagebuch eines Räubers. Brauchen wir nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Übersehen? Nee, ne? Nicht wirklich, ne? Auch hier ist mein Pferdchen. Dann nehme ich dich doch gleich mal mit, würde ich sagen. Und dann reiten wir jetzt mal zurück.